Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich mir gedacht, wir machen mal meine Top 5 Highlight Releases von der E3. Let's go! Das ist dein Intro, das ist dein Intro. Ich habe kein Intro. Ich habe ja gar kein Intro. I don't wanna close my eyes. Leute, wie geil ist das denn? Die E3 2018 hat mich gefickt. Es kamen so geile Titel raus, ich sag's euch. Und ich habe mir gedacht, von den Japano-Titeln waren ja eh voll die Hype-Dinger dabei. Und von denen würde ich einfach mal meine Top 5 euch mitteilen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Top 5 auch in die Kommentare, denn es gibt mehr Traffic und ich krieg eine größere Reichweite. Nein, Quatsch, mich interessiert es halt. Und ich meine nur Japano-Titel jetzt in diesem Video, weil es kamen so geile Titel raus, wie zum Beispiel Elder Scrolls Online und Age of Empires 4 und was weiß ich alles, so richtig geile Spiele. Aber jetzt geht's hauptsächlich um die Japano-Spiele, weil, ey, das ist... Müsst ihr ja gleich eine Top 100 machen, sonst... Nee, so viele Spiele kamen gar nicht raus, glaube ich. Und es tut mir sehr leid für ein Spiel, das es nicht mehr in die Top 5 geschafft hat, aber es hat mich trotzdem irgendwie was sehr geil, dass ich es erwähnen möchte, und zwar ist das die Jump Force, denn Shonen Jump hat wieder ein neues Game gemacht, also halt in Kooperation mit Shonen Jump. Und es wird wahrscheinlich ähnlich wie der alte Prügler von denen, und ich muss ganz ehrlich sagen, der war irgendwie scheiße. Der hat mir imponiert, weil es genau das Spiel ist, was wir immer wollten, wo Son Goku und Ruffy und so weiter und was ich alles miteinander kämpfen, Pilzebub, und das war saugeil, aber die Spielmechanik war irgendwie semi-geil. Also es hat mir nicht so gut gefallen, wenn die jetzt natürlich ein neues Setting da aufmachen, aber so was ich in den Kämpfen gesehen habe, ist es genau das gleiche wie das alte. Kann ich mir spieltechnisch nicht so lustig vorstellen, aber trotzdem geil, dass ihr es macht. Macht gerne mehr davon. Immer alt. Alle Japaner-Spiele her. Und jetzt auf Platz 5, sage ich euch, ist bei mir Sekiro. Das ist ein Spiel von FromSoft, also von... Ich kenne das zum Beispiel von Dark Souls und Blood... Alter, jetzt kriege ich den Namen nicht aus. Bloodborne. Bloodborne war von der Reihe mein persönlicher Liebling. Und viele finden das eben nicht so, aber ich fand Dark Souls ist zu deep gewesen. Und jetzt so ein bisschen wie Nioh das Ganze zu halten, also mit Samurai etc. Und dann von FromSoft, es wird einfach nur geil. Ich habe da richtig Bock drauf. Und das ist halt einfach der Hammer, wenn du das Ganze mit einem Samurai-Setting hast. Wie geil ist das bitte. Sehr schade auch, dass Ghost of Tsushima nicht mit reinpasst, denn das Spiel hatte auch sehr geile Ambitionen, in die Top 5 zu kommen, aber ich habe noch keine Ahnung, was man dann im Endeffekt spielt. Es sieht aber an sich sehr geil aus, mit den Setting, mit dem Krieg und so weiter. Hammergeil. Top 5 Nummer 4 ist Devil Motherfucking Cry 5. Alter, ist das ein geiles Spiel. Es ist so überzogen, es ist so mega überzogen schon die ganze Zeit, aber es hat sich jedes Mal aufgebessert. Devil May Cry 3, bestes Spiel ever. Dann Devil May Cry, der Reboot, der war so hammergeil mit Combi Chris als kompletten Soundtrack dazu und ein Spiel mit geilen Soundtrack. Was gibt's Geileres als zu spielen mit geilen Soundtrack, bitte? Und jetzt beim 5er, ich habe das Lied, das neue Intro-Lied, schon die ganze Zeit in der Dauerschleife und ich habe so richtig Bock. Ich habe jetzt noch nicht so ganz geblickt, wer jetzt was spielt. Also ich glaube, die Hauptcharakter sieht aus wie der aus dem letzten Devil May Cry, soll aber wahrscheinlich Nero sein. Dante aus Devil May Cry 4 und 3 soll auch mit erscheinen. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Ich bin echt gespannt. Wird auf jeden Fall mega geil. Habe ich richtig Bock drauf. Platz 3. So traurig wie es ist. Eigentlich müssten die letzten 3 Plätze sind alle... Ach, krass da aus. Die letzten 3 Plätze sind alle meine allerliebsten Lieblingsspiele. Und ich muss jetzt einfach, weil ich am allerlängsten drauf warte und es so oft angekündigt wurde und ich mittlerweile nicht mehr glaube, dass es so geil wird, weil es ein Duke Nukem-Verschnitt wird am Ende. Also ich glaube, es wird interessant, aber ist okay. Es wird Final Fantasy 7 sein. Auf Platz 3. Hammer geil. Dieses Game ist so... Ich glaube, ich muss nichts weiter dazu sagen. Für die, die es kennen, bestes Spiel ever für Roleplay. War mein erstes Roleplay-Game. Ah, es war so geil. Leute, die Erinnerung daran. Hammer. Ich habe es auch schon wieder... Ich habe das Spiel, ich glaube, 3-4 Mal nochmal nachgekauft für PS3, für PS4 und so weiter. Habe immer wieder das alte Game nochmal gezockt. Das macht immer noch so Bock, auch wenn die Grafik so crappy ist mittlerweile. Aber es ist so hammer, awesome, geil. Und ich habe richtig Bock auf das Remake, Cloud. I love you. Genauso auf Platz 2. Platz 2 ist
Kingdom Hearts, Leute. Kingdom Hearts. Sora wird wiederkommen und es ist alles confirmed. Ich finde es so geil. Und die ganzen Titel, die wieder drin sind. Kingdom Hearts mit wieder Fluch der Karibik dabei. Frozen wird diesmal dabei sein. Was habe ich noch gesehen? Oh, ich krieg's ja. Monster AG. Monster AG ist dabei und ich habe so Bock drauf. Ich weiß nicht, was von Final Fantasy wird mich nicht mehr so flashen, wie bei den alten, glaube ich, wo 7 und 8 und so weiter dabei war. Da werden jetzt wahrscheinlich dann Final Fantasy 15 mit eingebaut werden oder sowas. Könnte sein. Das muss ja nicht nur Disney sein, aber die Disney-Titel, Hammer. Rapunzel, Hammer. Ich war wirklich da. Ich habe bei Devil May Cry, ich habe bei Kingdom Hearts, weil ich davor habe die Trailer angeschaut und seit Jahren haben die mich mal wieder so richtig bewegt, wo ich wirklich schon so Pipi in die Augen hatte, weil ich so Bock auf die Spiele habe. Aber kommen wir jetzt zum Platz 1. Und Leute, Platz 1. Oh Gott, ich könnte so weinen. Es ist ja per Crowdfunding gestartet, das Ganze. Wurde dann doch irgendwie nicht mehr so richtig confirmed. Und dann jetzt ist es draußen. Es ist ein Release-Datum schon da. Und ich lege hier 2 bzw. 3 Titel zusammen. Denn es geht um Shenmue. Dieses Spiel hat so einen Nostalgiefaktor für mich. Es ist so hart. Ich hatte mir damals eben von meinem Kumpel die Dreamcast ausgeliehen und habe das dann da drauf gespielt. Und oh mein Gott, ich bin so viel mit diesen dummen Wagen rumgefahren und habe Geld verdient. Ich hätte einfach einen Nebenjob machen sollen. Falls jemand das Spiel kennt, du kannst da, das ist also im Endeffekt, bist du in Japan im ersten Teil und musst den Tod deines Vaters aufdecken und das ist so realistisch gewesen für die Zeit damals und es war so gut und es war halt so das Feeling eingefangen, du hast wirklich so eine Simulation eines Lebens in Japan gehabt und das hat mich damals schon geflasht und jetzt kommt Teil 1 und Teil 2 als HD Remake und das ist so geil und Teil 3 ist auch noch confirmed und ich habe da richtig Bock drauf, der Macher selber, der hat auch, der Suzuki, der hat auch richtig Bock drauf. Und das finde ich geil, wenn sowas dann noch zu Ende gebracht wird, weil es war ja ein komplett offenes Ende beim Zweier. By the way, ich habe den Zweier nie wirklich gespielt. Ich habe, der Einser hat gereicht, um mich so hart zu flashen. Ich habe es dann immer wieder versucht, irgendwo zu kaufen. Es war so scheiße teuer. Ich habe extra mir eine Dreamcast geholt, aber ich habe das Spiel nirgendwo zu einem realistischen Preis gefunden. Und deswegen, ich bin so froh, wenn es jetzt für die PS4 nochmal rauskommt. Oh mein Gott, danke, danke, danke dafür. Alle Titel, Kingdom Hearts, Final Fantasy, Shenmue, ich raste so aus. Es ist wirklich so geil und es tut mir leid, dass ich jetzt einfach mal 5 Minuten lang in die Kamera geschrien habe, weil ich so hyped bin. Und ich finde es so geil und deswegen, bitte schreibt mir eure Top 5 und auf welches Spiel ihr euch am allermeisten gefreut habt. Und ja, ich weiß, es waren auch richtig andere geile Titel dabei, wie Resident Evil 2 etc., aber das sind meine Nostalgie-Faktor geilsten Spiele, Japano-Rollenspiele etc. Oh Gott, Leute, ich fand's so geil, Hammer. Übrigens nehme ich es auch wirklich heute das Video auf und deswegen kann ich euch noch sagen, dass ich am Samstag auf der Frankenmax in Nürnberg bin, wahrscheinlich. Also wenn jemand, ich bin dann so gleich ab Öffnung wahrscheinlich da. Und dann sehen wir uns vielleicht dort. Und ich würde sagen, sayonara, ciao, wunderschöne Woche. Und ich bin fertig, meine Nerven sind fertig. Ich will so gerne die Spiele haben. Hat man mich überhaupt gesehen mit dem grauen Hemd auf der grauen? Puh. Sayonara, ciao.